Herr Vorsteher, werte Kolleginnen und Kollegen, man stelle sich vor, es ist Wahlkampf, aber die drei größten Parteien beteiligen sich daran völlig lustlos. Warum ich das sage? Ein echter Wahlkampf von CDU, SPD und Grünen findet bislang nicht statt. Der Einzige, der hier Wahlkampf macht, ist der Oberbürgermeister Höchst selbst, und er hat sich heute dafür leider die falsche Plattform ausgesucht. Offenbar geht es den drei Parteien der ganz großen Koalition allein darum, diese nach der Kommunalwahl fortzuführen. Und das möglichst ohne größere Einbußen an Posten und Pöstchen. Wäre es anders, würden die drei großen Parteien unter und gegeneinander mit echten Themen und Argumenten streiten. Denn genau das ist der Sinn von Parteien mit einer eigenen Identität und macht einen Wahlkampf überhaupt erst aus. Doch diese eigene Identität ist den Koalitionären schon lange abhanden gekommen, zuvorderst der CDU, die sich in der nun zu Ende gehenden Wahlperiode um des reinen Machterhalts willen bis zur Selbstaufgabe verleugnet hat. Und wo bleibt denn die Kritik der Frankfurter CDU an der Verwicklung von Oberbürgermeister Peter Feldmann und der SPD im Abo-Skandal? Und was tut die CDU, um diese Affäre auch politisch aufzuarbeiten und den Missbrauch städtischer Finanzen zukünftig auszuschließen? Den von uns beantragten Sonderausschuss zum AWO-Komplex haben Sie ja bekanntlich ebenso abgelehnt wie unseren Etatantrag zum Doppelhaushalt 2021 zur Einführung eines Open-Book-Verfahrens, also einer offenen Kalkulation für die freien Träger. Und was sagt die CDU zum Linksrutsch der grünen Verbotspartei in Frankfurt, mit der sie sich so sehnlich eine weitere Zusammenarbeit nach der Kommunalwahl wünscht? Wie wollen die drei Koalitionsparteien die Finanzierung der großen Zukunftsinvestitionen für unsere Stadt stemmen? Genannt seien an dieser Stelle beispielhaft lediglich Neubau von Schauspiel und Oper, Sicherung der Zukunft des Zoologischen Gartens, Sanierung der städtischen Bäder, Einhausung der A661 und, last but not least, der dringend erforderliche Ausbau des ÖPNV. All diese Fragen haben Sie bisher unbeantwortet gelassen, ebenso wie die Frage, welche Investitionen aus Ihrer Sicht vorrangig sind. Und vor allem, wo genau die 143 Millionen Euro weniger ausgegeben werden sollen, die Sie jetzt per Nachtragshaushalt im Etat 2021 einsparen wollen, lassen Sie im Unklaren. Aus zwei Gründen sagen Sie das den Wählerinnen und Wählern in unserer Stadt nicht. Zum einen, weil sich CDU, SPD und Grüne mal wieder nicht einig sind und sie keinen Konsens darüber finden konnten, wo konkret gespart werden soll. Zum anderen wollen Sie den Wahltermin hinter sich lassen, ohne vorher konkrete Sparbeschlüsse treffen zu müssen. Deshalb operieren Sie mit reinen Absichtserklärungen, um irgendwie die Genehmigung aus Wiesbaden für diesen Haushalt zu bekommen. CDU, SPD und Grüne haben sich offenbar stillschweigend auf eine doppelte Wählertäuschung geeinigt. Erstens führen sie einen Alibi-Wahlkampf und zweitens beschließen sie heute Alibi-Sparmaßnahmen. Die Finanzplanung für das Jahr 2021 war bereits bei ihrer Verabschiedung am 26. März letzten Jahres überholt. Das zeigt wieder einmal, dass Doppelhaushalte per se keine gute Idee sind und deshalb zu Recht von uns grundsätzlich abgelehnt werden. Für die städtischen Finanzen ist aufgrund der Corona-Pandemie mit stark rückläufigen Steuereinnahmen und gleichermaßen steigenden Ausgaben genau das Szenario eingetreten, vor dem wir Bürger für Frankfurt BFF bereits seit Jahren aus ganz grundsätzlichen Erwägungen gewarnt haben. Nämlich eine massive Wirtschaftskrise, die zu sinkenden Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben im Sozialen führt. Anstatt unserer Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt zu folgen, hat die Regierungskoalition die Verschuldung in dieser Wahlperiode immer weiter gesteigert bei gleichzeitigem Verbrauch der Rücklagen. Und das wohlgemerkt in Zeiten mit Rekordsteuereinnahmen. Wenn Frankfurt jetzt magere Jahre erwarten muss, dann ist das nicht zuletzt jener Freibiermentalität geschuldet, mit der sich die tief zerstrittene schwarz-rot-grüne Koalition ein Mindestmaß an Zusammenhalt in den letzten 5 Jahren teuer erkaufte. Ich erinnere nur an den vielbeschworenen Geist von Bad Nauheim. Die ganz große Koalition aus CDU, SPD und Grünen war für die Steuerzahler in Frankfurt vor allem eine ganz teure Koalition. Aber damit nicht genug.
auch über die existenziellen Probleme, mit denen sich die Menschen in dieser Stadt durch den Dauerlockdown konfrontiert sehen, wollen sie kurz vor der Kommunalwahl lieber nicht sprechen. Denn die Frankfurter Parteifilialen von CDU, SPD und Grünen haben den Berliner Lockdown-Kurs mit seinen undifferenzierten und schädlichen Maßnahmen völlig unkritisch mitgetragen und tun das auch weiterhin mit eiserner Nibelungentreue. Um es an dieser Stelle noch einmal ganz klar zu sagen, der Staat und lokale Behörden haben in dieser Pandemie dabei versagt, diejenigen wirksam zu schützen, die des Schutzes am meisten bedurft hätten. Doch der gleiche Staat belastet viele Millionen Bürger mit kollektiven Maßnahmen, die deren Grundrechte und Privatleben in einer Weise einschränken, die mit der realen Gefahr durch das Coronavirus keinesfalls zu begründen ist. Das alles zeigt überdeutlich: Frankfurt braucht Realismus, Vernunft und eine unideologische, von Sachverstand geleitete Politik ohne Parteienfilz. Meine Damen und Herren, Frankfurt braucht deshalb eine neue Bürgermehrheit. Die Chancen dafür haben die Wählerinnen und Wähler am 14. März 2021 im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand. Wir Bürger für Frankfurt BFF sind dazu bereit, als Teil dieser neuen Bürgermehrheit Verantwortung für unsere Stadt zu übernehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns im April wieder. Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits von meinem Kollegen Matthias Mundt ausgeführt, hat die Römerkoalition aus CDU, SPD und Grünen gezeigt, dass sie für die Bewältigung der Corona-Krise keine durchdachten Antworten hat. Da ich selbst Vorsitzender eines großen Sportvereins bin, gehe ich zunächst auf den Vereinssport ein. Die neuesten Zahlen der Bestandserhebung zu Beginn dieses Jahres haben ans Tageslicht gebracht, dass die Mitgliedszahlen in den hessischen Sportvereinen um etwa 69.000 zurückgegangen ist. Vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen sind die Abmeldungen extrem hoch ausgefallen. Für einen Verein mit 1.000 Mitgliedern und einem Mitgliederschwund von 200 Mitgliedern bei einem durchschnittlichen Monatsbeitrag von 10 Euro im Monat bedeutet dies einen Einnahmeverlust pro Jahr von 24.000 Euro. Geld, welches jedem Vereinsvorstand bei der Haushaltsplanung fehlt. Insbesondere vor dem Hintergrund der völlig Ungewissheit, wie es weitergehen soll. Bis spätestens 2020 hätte die Koalition die Förderrichtlinien der Stadt Frankfurt dahingehend überarbeiten müssen, dass die Vereine auf bei einem Mindestanteil an Kindern und Jugendlichen von 25% den maximalen Förderbetrag erhalten, anstatt bisher bei 35%. Dies wäre ein Zeichen aller Vereinsvorstände gewesen, um Planungssicherheit für zukünftige Investitionen zu haben. Leider kam rein gar nichts. Lediglich der Verweis auf die Unterstützung des Landes für die in Not geratene Vereine. Wer sich im Vereinsrecht auskennt, weiß auch, was das bedeutet. Schon nach der ersten Welle haben viele Vereine die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen umgesetzt, inklusive einer Nachverfolgung möglicher Infektionen von Mitgliedern. Trotz all dieser Maßnahmen wurde beschlossen, den Vereinssport komplett herunterzufahren. Ich zitiere Andreas Klages, ISBH-Hauptgeschäftsführer. Unsere Vereine und Verbände haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie verantwortungsbewusst mit der Gesundheit ihrer Mitglieder umgehen und ihren Teil zur Eindämmung der Pandemie beitragen. Juni 2020. Viele Vereinsvorstände und Mitglieder haben die Nase gestrichen voll und wollen endlich wieder ihren Sport ausüben. Online-Angebote allein helfen nicht. Es fehlt auch die sozialen Kontakte und das Gemeinschaftsgefühl. Ebenso desaströs ist die Bilanz der schwarz-grünen Koalition an unseren Schulen. Bereits im August 2020 hatte ich darauf hingewiesen, welchen Vorteil es gehabt hätte, nach den Sommerferien mit Wechselunterricht zu beginnen und den Einsatz von Luftreinigungsgeräten in Klassenräumen voranzutreiben. Beides wurde durch Sie, Frau Weber, seinerzeit abgelehnt. Von Seiten des Stadtschulamtes hieß es, Luftfilter wären nicht effektiv genug gegen das Virus wirksam. Doch Elterninitiativen ist es zu verdanken, dass durch ihren Einsatz in einigen Schulen solche Geräte installiert wurden. Sehr erstaunt war ich allerdings, als ich im Amtsblatt Nummer 3 vom 19.01.2021 lesen musste, dass Ihr Amt, Frau Dezernentin Weber, für verschiedene Dienststellen im Stadtgebiet Luftreinigungsgeräte ausgeschrieben hat. Was für unsere Schüler angeblich nicht effektiv genug wirksam ist, soll in Ihren Amtsstuben jetzt zum Einsatz kommen. Da fällt man glatt vom Glauben ab. Die Organisation des Homeschoolings war bzw. ist bei den meisten Schulen die reine Katastrophe. Die Durchführung von Online-Unterricht hat in den meisten Fällen nur an den Privatschulen einwandfrei funktioniert.
Eltern mussten im großen Stil die Aufgaben der Lehrer übernehmen. Dass die Digitalisierung komplett verschlafen wurde, hat sich in der Corona-Pandemie jetzt bitter gerecht. Viele Elternbeiräte, Schülerinnen und Schüler haben für die jetzige Situation kein Verständnis mehr und ebenfalls die Nase gestrichen voll. Die Regierungsparteien haben lange genug Zeit gehabt, ihre Hausaufgaben zu machen oder zumindest energisch anzupacken. Doch sie haben ihre Möglichkeiten nicht genutzt und deshalb am 14. März einen politischen Lockdown verdient. Frankfurt braucht eine neue Bürgermehrheit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, die wirtschaftlichen Auswirkungen und Folgen der Pandemie für Einzelhandel, Einkaufszentren, Gastronomie und Hotellerie sowie das Taxigewerbe werden sich in vollem Umfang wohl erst nach einem immer noch nicht absehbaren Ende dieses Dauerlockdowns zeigen. Über Jahrzehnte, ja zum Teil über Generationen aufgebaute Existenzen in diesen Wirtschaftsbereichen werden bzw. wurden bereits durch staatliche Willkür in unserer Stadt vernichtet. Erinnern wir uns. Anfang November wurde die Schließung von Restaurants und Hotels verfügt, obwohl die Eigentümer erhebliche Summen investiert hatten, um ihre Betriebsstätten Corona-konform auszustatten, bis hin zum Einbau von neuen Lüftungsanlagen. Und obwohl das Robert-Koch-Institut selbst zur Feststellung gelangte, dass Speisestätten nicht als Treiber der Infektion gelten. Anstatt Zusammenkünfte unter Einhaltung der AHA-Regeln und einer durch Gästeregistrierung möglichen Nachverfolgung von Infektionen in einem sicheren Rahmen weiterhin zu ermöglichen, wurden diese in den kaum kontrollierbaren privaten Bereich verschoben. Ebenso vermeidbar, weil überflüssig, war die erneute Schließung des Einzelhandels Mitte Dezember, für den das RKI sowohl das Infektionsrisiko als auch den Anteil am allgemeinen Infektionsgeschehen als niedrig einstuft. Gleiches galt und gilt im Übrigen für Friseurbetriebe. Noch im September 2020 äußerte sich Gesundheitsminister Spahn bekanntlich, dass man eine Schließung des Einzelhandels und von Friseuren mit den gewonnenen Erkenntnissen nicht mehr machen würde. So viel zur Verlässlichkeit der Politik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insbesondere im Einzelhandel hätte durch differenzierte Maßnahmen großer Schaden von den Betroffenen abgewendet werden können. Mit für Risikogruppen reservierte Öffnungszeiten, wie von uns vorgeschlagen, wäre auch hier ein gezielter Schutz realisierbar. Weder wird Click and Meet die bereits schwer angeschlagenen Einzelhändler retten, noch der gestern von der Bundesregierung beschlossene Irrgarten unsere Gastronomie- und Hotelbetriebe. Die Frankfurter Parteifilialen von CDU, SPD und Grünen haben diesen Corona-Katastrophenkurs der Merkel-Regierung bislang kritiklos befolgt. Und das, obwohl Frankfurt durch die verhängten Zwangsmaßnahmen mit der Messe und dem Flughafen besonders schwer getroffen ist. Und auch Kulturschaffende, Clubbetreiber, Konzertveranstalter, Event- und Cateringfirmen in unserer Stadt stehen mit dem Rücken an der Wand und haben bis heute keine Perspektive, wie es für sie weitergehen soll. Damit muss endlich Schluss sein. Dieser Dauerlockdown muss sofort beendet werden. Die in Frankfurt angerichteten menschlichen und wirtschaftlichen Schäden sind schon jetzt gewaltig und in ihrer Folgewirkung überhaupt nicht mehr abzumessen. Um es mit Ministerpräsident Volker Bouffier zu sagen, immer mehr Frankfurter haben die Schnauze voll und fürchten um ihre Existenz. Deshalb ist es nur folgerichtig, wenn die Wählerinnen und Wähler die Parteien, die dieses Desaster zu verantworten haben, am 14. März in den Lockdown schicken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.